dich das letzte Mal verreist. Das ist 3 Jahre her. Hallo? Du hast deinen Mann verloren. Ich will nur, dass du weißt, dass wir von der Genossenschaft hinter dir stehen. Als hätte er mich im Stich gelassen, so fühle ich mich. Als hätte er mich irgendwie im Schuldensumpf ertrinken lassen wollen, während mir die Genossenschaft im Nacken sitzt. Sicher wisst ihr ja schon alle, dass ich neulich einen Artikel geschrieben habe. Über die Korruption, die in der Genossenschaft gang und gäbe ist. Will irgendwer aus der Runde etwas dazu sagen? Ich würde gern kurz über die Frage der Zäune sprechen. Diese Gemeinde ist krank, Freefgayer. Das Konto ist aber aufgelöst. Das ist ja was Bescheuertes. Das ist eine Mafia. Wir hätten euch lieber pleite gehen lassen sollen. Wenn du weiter hier leben willst, dann überleg dir verdammt gut, was du jetzt tust. Liebe Kollegen, wir Landwirte müssen endlich wieder die Kontrolle über unsere Erzeugnisse zurückgewinnen. Die ist ja völlig verrückt geworden. Soll das etwa ein Witz sein? Das denke ich nicht. Hat sie in letzter Zeit viele Witze gemacht?